Hallo, hier ist Frexy. Und es geht weiter mit Megamaker. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, jetzt eine Pause gemacht. Bin ich deswegen jetzt ruhiger? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich den Versuch hier schon wieder vergessen kann. Ja, wir hängen momentan wieder an einem Level. Das ganz offensichtlich nicht sonderlich gut konzipiert wurde. Recht viel anders kann man das hier nicht betiteln, fürchte ich. Ja, der werte Hersteller oder die werte Frau Erstellerin hat sich hierbei überlegt, so einen blockweisen Aufstieg zwischen Lasern einzubauen. Aber offensichtlich ist dieses Level... Also ich weiß nicht, was genau hier sich gedacht wurde. Weil... Ja, die Taktung funktioniert halt einfach nicht an der Stelle, an der wir gerade waren. Da entsteht einmal eine größere Lücke. Und... Boah, dann bleibt mir da nicht viel anderes übrig, als Schaden zu fressen. Um dann... Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als Schaden zu fressen, um dann da oben irgendwie wieder in die nächste Lücke reinzukommen. Wo ich dann schauen darf, dass ich mit Skull Barrier oft genug aktiviere, um dem Schaden der Kanonen zu entgehen. Ja, irgendwie... Irgendwas passt hier überhaupt nicht. Irgendwas passt da mit der Taktung überhaupt nicht. Oh ja, das Level hat mich auch ansonsten bisher nicht so ganz von sich überzeugen können. Ja, wie gesagt, der Aufstieg hier ist ja grundlegend eine ganz nette Idee. Aber erstens zieht sich die ganze Sache elendig wie Kaugummi. Ja. Es zieht sich elendig wie Kaugummi. Und zum Dank wird man hier... Ach komm. Komm. Zum Dank wird man hier dann noch schnell von einem Big Eye angesprungen. Was auch immer der ganze Käse hier soll. Witzig finde ich es nicht gerade, wie man sich denken kann. Muss mich gerade aber trotzdem fragen, welcher Weg jetzt hier eigentlich der richtige sein soll. Andererseits, na links kann es nicht gehen. Da ist ja nur Waffenenergie. Da komme ich ja nicht nach oben. Ja, toll, wie du mich da immer wieder runterboxst. Ganz toll. Auch schön, wie du da unten die Giftlaser gemacht hast, damit man da bloß nicht auf die Idee kommt, mit Skull Barrier durchzugehen. Hast du wirklich toll angestellt, Ersteller. Ne, ganz ehrlich, das vergeht mir gerade alles.
Ja, was soll ich sagen? Gute Levelgestaltung sieht halt anders aus. Ja, die Waffenenergie ist halt für die Leute, die sich noch mehr Zeit nehmen. Ja, toll. Ja, keine Ahnung, was er an der Stelle will. Warum er mir da unbedingt mit dieser Kanone die ganze Zeit reinschießen muss. Wenn du willst, dass deine Spieler später deine Waffe benutzen müssen, da gib ihnen doch nicht so viele Gründe, sie zu verbrauchen, verdammte Axt. Man kann den gezielten Einsatz von Waffen auch auf eine vernünftige Art und Weise ja, natürlich tötet er mich dann da wieder. Oder will der Kerl... Entschuldigung, ich lasse uns das jetzt mal schon davon aus, dass es Kerl ist, wenn es eine Frau ist. Entschuldigung. Die schräg schießenden Kanonen, die irgendwie, entweder sind sie total harmlos und können dem Spieler überhaupt nichts, oder sie sind so nervtötend, dass man... Ach, mir fehlen so langsam einfach nur die Worte. Blöden Spielchen auf der Seite mache ich gar nicht erst mit. Hey, tut mir leid. Die eine oder andere gar nicht mal so schlechte Idee war schon dabei, aber... Primär hat mich dieses Level jetzt aufgeregt. Dieses Level hat mich... Hat mich jetzt primär einfach nur genervt. Yay. Da war jetzt plötzlich wieder ein Mittelpunkt in Ordnung. Was will er jetzt an der Stelle von mir? Soll ich mich drüber... Aha. Soll ich mich jetzt drüber ärgern, dass ich meinen tollen Skull-Barrier nicht hernehmen darf, oder was? Oh, wir sind auf jeden Fall wenigstens wieder an der Anfangspassage. Mit einem kleinen... Meine Hoffnung steigt so langsam, dass wir... Dass das Ganze hier demnächst mal ein Ende haben wird.
Und mir braucht keiner erzählen, dass ich ja nichts anderes erwarten hätte dürfen bei einer Prepare to Die Edition. Auch Schwierigkeit hat Grenzen. Auch Schwierigkeit darf ruhig ihre Grenzen haben. Auch wenn das die schwierigere Version eines... Oh Gott, ich da... Oh. Yay, renn in meinen Gegner rein. Und vor allem töte ihn mit allen, mit der Munition, die du zur Verfügung hast, oder was? Hä? Yeah, ich darf wieder angreifen. Ja, Mensch, macht das Spaß. Ja, Mensch, habe ich einen Spaß bei diesem Bosskampf. Ganz ehrlich, hätten sie bei Mega Mega nicht diesen Waffenenergie-Konverter auch simulieren können? Und jetzt darf natürlich der tolle Waffenenergie-Bug nicht eintreten. Dann wäre es ja zu einfach. Ach ja, das sind immer tolle Bosskämpfe, bei denen ich auf die bei denen ich darauf angewiesen bin, dass Tellys mir das Richtige geben. Ja, toll! Super! Funktioniert ja grandios, der Bosskampf. Einzige, was ich mir gerade denke, wir haben dieses Level wenigstens bald hinter uns. Das kommt mir nicht positiv davon. Herrschaftszeiten, gebt mir doch endlich mal Gegenstände. Ja. Natürlich.
Natürlich hätte man ihn noch schwerer machen können, indem Skullbearer nicht mal seine Schwäche ist. Aber das war selbst dem Ersteller zu blöd. Gib mir Lebenspunkte. Okay. Ja, jetzt war ich erstmal tatsächlich mal froh darüber, dass mein Knopfdruck nicht angenommen wurde. Nehmen wir jetzt mal ernsthaft. Was ist das denn hier? So eine beschränkten Waffenreichweite braucht man doch nur wirklich nicht, damit der ja mit der Idee daherkommt, ja, trifft den Gegner mit jedem einzelnen Schuss, gut. Ja, wir haben durch die Tellys natürlich schon die Möglichkeit, uns wieder aufzuladen. Aber wir haben dadurch auch einen Zwang, der Metalman zum Angreifen zu bringen. Und wie gesagt, wir sind halt auf die Gnade der Tellys angewiesen, beziehungsweise, was heißt die Gnade der Tellys? Gnade der Gegenstände-Vergabe. Natürlich, natürlich, natürlich durfte ich dann nicht angreifen. Wenn man den Kampf nur wenigstens schnell beenden könnte. Mal abgesehen davon, wie soll ich Metalman denn eigentlich mit der Waffe ordentlich Schaden zufügen, ohne selbst dabei Schaden zu nehmen? Ganz ernst gemeinte Frage. Wie soll ich bitte mit einem Schild, das mich in den Nahkampf zwingt, bei einem Gegner wie Metalman, bei dem man froh sein kann, dass man ihn überhaupt trifft, wie soll ich den denn damit bitte ordentlich angreifen können, ohne selber Schaden zu nehmen? Da muss doch auch mit einem berechnet worden sein, dass man sich ja an den Tellys wieder hochheilen kann. Ich habe schon mal gesagt, ich halte nichts von Boss-Konzepten, die darauf basieren, dass man sich im Kampf heilen kann. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ja, man macht einen Bosskampf, bei dem man sich permanent in Giftlasern befindet. Das ist genauso eine Schnapsidee. Ja, die Tellys, die kommen halt gerade zu langsam zum Heilen. Aber schnell genug, um dem Spieler beim Angreifen im Weg zu sein. Metalmans Attacken grundlegend auszuweichen ist nicht das Problem. Es ist mehr das Problem, dass wir hier die ganze Zeit diese Tellys in der Luft hängen haben. Und ich halt irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr den Raum habe, um anständig auszuweichen. Ich brauche keine Waffenenergie, ich brauche Lebensenergie, damit ich diese Metalman wieder vorschmeißen kann, wenn ich ihn angreifen will. Fast schon wieder froh sein, dass man hier die
Ja. Ihn damit zu treffen ist furchtbar ekelhaft. Danke, Mega Man, dass du nicht gesprungen bist. Ja, das mit den... Dass mich die Pause beim Aufladen immer wieder in die Bredouille bringt, habe ich auch schon oft genug erwähnt. Schön, dass mich das jetzt noch getroffen hat. Ja, wir werden jetzt gleich wieder drauf gehen. Ich kann ihn halt auch nicht kontinuierlich angreifen. Weil ich wegen der Tellys dem Schaden nicht lang genug entgehen kann. Auch immer schön, dass er zum Angreifen kommt, wenn... Noch bevor ich die Tellys überhaupt... Ah, rutsch doch! Herrschaftszeiten. Und Skullberry geht halt auch noch an jedem Mist kaputt. Ist ja nicht so, dass ich das so häufig einsetzen könnte wie Shine. Ich habe ja auch keine Regelmäßigkeit oder sowas in dem Kampf. Es hätte jetzt schon wieder gewesen sein können. Irgendwann muss ich halt ballern. Wenn gerade zwei Tellys so nah beieinander sind. Ja. Ja, 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 ja. Schön. Ja. Weil die Tellys aber von Anfang, noch während der Boss erscheint, schon daherkommen. Da eher hat's Vorrang, dass der Boden kaputt geht, als dass Metal Man getroffen wird. Ich weiß halt nicht, wann ich ihn da überhaupt treffen soll. Also, ausgehend von der Vorstellung des Erstellers, wann ich da Metal Man treffen soll. Offen gestanden, weiß ich es nicht. Wenn der Boden nicht zerstörbar wäre und halt auch nicht Priorität hätte, wenn es darum geht, dass ich Skull Barrier nutze, dann würde ich ja noch... Und dann ist Skull Barrier halt auch noch so schnell leer. Weißt, dann kann ich noch nicht mal sagen, ja okay, dann hau ich's halt schnell durch. Das geht ja auch nicht. Ich komme ja nicht mal mit Tastenhämmern bis zu ihm durch. Bis ich Metal Man endlich mal erwischen könnte, ist Skull Barrier halt schon leer. Also das ist wieder... Wenn ich wieder genau das Ende des Intervalls treffe, sodass er halt... Ja, genau. Bin dir wieder zu nahe gekommen. Entschuldigung. Ist ja gut, Metal Man. Meine Güte, bleib doch auch einfach mal stehen. Gott, wie mich dieser Robot Master aufregt. Der hier im Speziellen.
Metalman generell ist ja vollkommen in Ordnung. Metalman generell ist mein Lieblingsrobotmeister. Und wird er auch bleiben, egal was für ein Schindlude hier Mega Maker mit ihm getrieben wird. Ah ja. Durch seine Eigenarten hat er halt das Potenzial dazu, dass mit ihm nervige Bosskämpfe gebaut werden. Ja. Ich weiß schon, dass ich Skull Barrier auch irgendwie wieder aufgeladen bekommen muss. Aber geht halt schlecht. Geht halt schlecht. So, danke. Jetzt bin ich dir nicht zu nahe gekommen, Metalman. Hast du dich nicht in deiner Privatsphäre eingeschränkt gefühlt? Ich meine, ich gehöre auch zu den Menschen, die es am liebsten haben, dass alle Menschen im Umkreis, die ich nicht kenne, so ungefähr einen Meter Abstand zu mir halten. Ich will schon auch, dass die Leute einen gewissen Abstand zu mir wahren. Allerdings ist meine Reaktion, wenn mir jemand zu nahe kommt, nicht gerade, dass ich springe und mit Sägeblättern um mich werfe. Lasst euch nichts erzählen, so bin ich nicht. Ah ja, und falls jemand vorher noch gemeint hat, ob's geschmeckt hat, ja, es hat sehr gut geschmeckt. Hat's meine Nerven beruhigt? Nee. Nicht so wirklich. Gut. Ich werde es aber nach der Folge hier jetzt trotzdem dann erstmal wieder ein wenig Ruhe einkehren lassen und dementsprechend dann erstmal die erste der heutigen Aufnahmen verarbeiten lassen. Hättest du mir nicht einfach Schein geben können, dann hätte ich ihn wieder mit zwei reflektierten Sägeblättern kaputt gehabt. So lange kann ein Bosskampf gehen, bei dem man eigentlich die Schwäche auch noch zur Verfügung hätte. Das ist ja so der nächste Punkt, der mich hier, diesbezüglich so ein bisschen krank macht. Einfach der Gedanke, ja, ich kämpfe hier gerade mit seiner Schwäche. Der Bosskampf dauert trotzdem Ewigkeiten, einfach nur, weil ich ihn mit der Schwäche nicht so recht treffe. Er mich dafür aber ständig... Eieiei. Das gibt's doch nicht. Die Folge ist vorbei und ich habe eine komplette Folge jetzt mit diesem Level hier verbracht. Das gibt's doch nicht. Wie gesagt, ich weiß halt auch einfach nicht, wie ich ihn anständig treffen soll.
Ich weiß einfach nicht, wie ich ihn anständig mit der Waffe treffen soll. In seiner Springerei bleibt er halt so auf Entfernung, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Wenn ich jetzt so ein großes Energiepaket, Lebenspunktepaket bekommen würde, könnte ich mal wieder angreifen. Nein, stattdessen kriege ich wieder Schaden. Ich muss halt wegen der Tillys auch ständig in Bewegung bleiben. Mein Gott. Jetzt ist es zu spät, um den Angriff starten zu wollen. Gebt mir ein großes Energiepaket, dann kann ich mal wieder versuchen, ihn anzugreifen. Danke. Und dann sterbe ich natürlich an den Stacheln. Mein Gott. Oh. Dieser Bosskampf ist so zum Kotzen. Ja, ist ja gut. Kannst auch mal wieder weniger schmeißen. Ich darf halt dann auch immer nur einen Treffer landen. Mehr geht dann einfach nicht. Sobald ich versuche, mehr als einen Treffer zu landen, sind die Tillys wieder da. Ja, da bin ich reingesprungen. Ist richtig. Habt ihr recht. Komm. Das ist so halt noch schlimmer, als wenn er mir einfach hier vom Bosskampf die Waffenenergie hinwerfen würde. Dachte doch nicht wirklich, dass ich den ohne Schaden besiegen würde. Ja, bitteschön, Taktik. Giga Boots Prepare to Die Edition. Ja, wir haben auch mal wieder ein Level der höheren Schwierigkeit geschafft. Selbst wenn ich alles andere in diesem Level schönreden will, die Sache mit den Lasern ist definitiv nicht in Ordnung. Oh. Meine Güte. Ja, ich werde jetzt erstmal die andere Aufnahme verarbeiten. Vielleicht scheint es irgendwie meine Nerven in der Zwischenzeit beruhige. Mal gucken, ob ich dann heute noch was hierzu aufnehme oder Oracle of Ages, glaube ich.
Wäre nicht ganz so nervtötend. Naja, wie dem auch sei, das war Mega Maker für heute. Ich bin Lexi. Bis dann, Leute. Ciao.